Willkommen bei MonTV. Wir sind in Monschau in der Altstadt und dieses wunderschönen Eifelstädtchens und gucken, warum Monschau die Pokémon Go-Hochburg hier in der Eifel ist. Seit Monaten erleben wir weltweit den Hype um ein Smartphone-Spiel. Pokémon Go bringt User an allen möglichen Orten dazu, wahre Gewaltmärsche zu absolvieren. Auf der Suche nach immer neuen kleinen bunten Monstern. Die Firma Niantic Labs hat bereits 2013 ein Vorgängerspiel auf den Markt gebracht. Und in diesem waren die Spieler aufgefordert, Sehenswürdigkeiten in ihrer Umgebung in das Spiel einzubringen. Ja, und das haben die auch fleißig gemacht. Und jetzt wird das Ganze, aufgemixt mit den süßen Pokémons, einfach nochmal auf den Markt gebracht. Wir befinden uns jetzt hier an einem relativen Hotspot für Pokémon Go-Jäger. Vorne an Richter, gegenüber von Richters Eck ist eine Arena. Vorne an Marsens Bräutchen ist ein Pokestop. An der Kirche ist ein Pokestop. Oben der Haller hat auch ein Pokestop. Und wenn wir weitergehen Richtung Markt, werden wir zwei weitere Pokestops finden, an denen fast immer Lokmodule laufen und jede Menge Menschen Tag und Nacht zusammenkommen, um gemeinsam oder alleine Pokémons zu jagen. Ja, seit ein paar Wochen und lauf schon mal gern hier durch Monschau, weil hier schöne Stops sind und man hier ja eigentlich ganz chillig ein bisschen des Abends entspannen kann. Ich suche keine. Okay, aber... Ich möchte nicht ständig so durch die Straße gehen. Wenn und dann noch Steine vor ein Auto. Nein, nein. Lass das, guck mal da, der sucht gerade einen. Also besser als bei mir zu Hause, weil man eigentlich alle paar Meter irgendeins findet. In Monschau gibt es mindestens 5 Arenen. Dort treten diese kleinen Monster gegeneinander an. Und unzählige Pokestops, bei denen man die benötigten Zutaten besorgen kann, um in den Arenen antreten zu können. Die Monschauer Altstadt ist also inzwischen auch bei den Gehmern angekommen. Bleibt zu hoffen, dass die Suche nach den kleinen Pokémon-Monstern nicht mit einem Sturz in der Ruhe endet. So wie bei diesem Spieler in Hamm. Er ist so in seiner Welt. Ey, die gucken gar nicht mehr nach vorne, ne? Oh, der Typ auch, guck mal, ey. Oh mein Gott, der ist ins Wasser. Der ist nicht ins Wasser gefallen. Komm mal mit, Mann, komm mal mit. Das ist schwierig. Ja, Mann. Hallo, Ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht.